Hallo, ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, hier ist eure Meisterschaft. Ich wollte zeigen, wie man Rotkohl mariniert. Meine spezielle Rotkohl ist karamellisierte Rotkohl. Und von dem marinierten Rotkohl kann man als Rotkohl nehmen, als Salat. Oder kann man kochen, auch benutzen als Beilagen, warme Beilagen. Ladies and gentlemen, I want to show to you how to marinate the great cabbage. Because red cabbage, you can also use it as a, how raw, how it is, or you cook it. And this is a special event for mostly in Germany here when it's time for the Christmas. They like to cook rotkohl with ducks or that ente. Somebody call it like that, or in German call it the ente. So please, I want to introduce the Zutaten to you. The water, the Beilagen, what are the Zutaten first then? Das ist Pinienkern aus Asien, aber erste Ware habe ich geguckt, ich finde das nicht, das ist zweite Ware. Und das ist Preisebeeren. Das ist die Gewürzmischung, geht zu der Gewürzsaft. Das ist Piment, Backholder, Knoblauch, Ingwer, Pfefferkorne, Nelken. Und dazu Thymian, Rosmarin ist das zusätzlich. Und das ist karamellisierte Schalotten und Rosmarin, Rotkohl an sich selber. Das kommt auch nochmal dazu als Beilagen später. Das Ingwer-Essig, ich benutze das immer für Rotkohl und mit Rotwein. Und das ist die Thymian. Zum Sauce kommt auch Marone dazu, die Butter macht die Karamell und Orange und Apfel. So, ich zeige es erstmal, wie man Rotkohl schneidet. Schauen Sie mal. Besser, wenn Sie Zeit haben, macht man Rotkohl selber zu Hause, anstatt von der Dose zu nehmen. Die Dose hat einen Konservierungsstoff. Und dann da, wenn du selber machen, das schmeckt ganz anders, als wenn du aus der Dose machst. Aus der Dose nimmst. Okay, so, das haben wir nachher, kommt auch nochmal zusammen zu marinieren. So, meine Damen und Herren, jetzt zeige ich das, wie die Marinade geht. So, hier ist die Karamell. Ich habe Karamell mit Puderzucker, Powderzucker. So, hier ist Wildweinessig. Das ist die Orangensaft. Das ist die Schalotten. Das ist die Preisebeere. Salz. So mache ich noch mal Redwein dazu. For those are Muslim, it's not so, it's not a problem, but because after cooking the red wine, it's no more a red wine. You only have the smell of it, but the alcohol is already gone. It's no more. I know it already. So after, nimm deine Finger mit Handschuhe oder ohne Handschuhe richtig hart kneten. Damit die Marinade geht alles komplett rein. Und am Morgen, das Einzige, was sie machen kann, ist das vielleicht eventuell passieren und den Saft unterkochen lassen. Und wenn die Hälfte gekocht ist, dann tust du mal den Rotkohl dazu und dann richtig weiter kochen. Zum Schluss Gänsefett, Entenfett, kannst du alles mit rein tun. Schmeckt besser mit dem. Ich
Rüssig geschnitten, das weiß ich selber. Manche sagen, ein paar sagen, fällt das unter. Just press it, really, really, really press it. So, after you have to leave it almost 3 days or 2 days, 2 to 3 days. But this one, I leave it till on Thursday and I start to make it. It is especially for Weihnachten. Germany here, root cool. I could say that it's a traditional food in the Weihnachten. Most of the people, they like to eat it. Rotkohl with Ente, Gänse, Steak, und Hirsch, Reh, alles ist super. Okay, schau mal, das ist eine Gewürzbeutel, was ich vorher gesagt habe. Bitte mach mal in der Mitte hier, damit das bringt alles die Aroma über Nacht. Okay. So, das war's. Okay, das war's. Jetzt mag ich mit den Plastikfolie abzudecken für die ganze Nacht heute und morgen und Donnerstag Abend. Und dann koche ich das. Beim Kochen, dann spiel mal die Apfel und dann stein meine Stifte und da kommt dazu Maronen auch. So, das heißt, karamellisierte Maronen, Pinienkern, Apfelrotkohl. Spezielle Rezepte von Kaps. Aber hast du gesehen, die Sachen, was ich reingemacht habe, kann nicht aufgewiesen. Du kannst auch je nach dem de Gefühle reingehen, wie du die Sachen machen oder zusammenstellen. Und Salz auch noch dazu. So, please, if you like my video, please, if you like my video, subscribe it and a little bit comments that you like it. I'm really, really, really happy about it, and I say to you, I wish you a wonderful evening, and we see back again, probably by the grace of God, on Thursday.